drei Tipps, um in MerchantFormer besser durchzustarten. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel und in diesem Video geht es um meine drei Lieblingsfunktionen in MerchantFormer. Sie helfen dir, dein Listing zu verbessern, um das leidige Thema endlich mal abzuhaken und das richtig zu machen und zu lernen und neue Produkte und neue Nischen zu finden, denn das ist das, was wir eben brauchen bei Amazon Merch oder generell ja auch im T-Shirt-Business. Alles klar, ich würde sagen, ich nehme dich mit auf meinen Bildschirm und lass uns starten. Ja, um neue Nischen zu entdecken, nutze ich die Funktion Movers and Shakers und das findest du hier links unter Trend Hunter, Movers and Shakers. Und dort sind, äh, du hattest du oben einmal die Möglichkeit zwischen Daily, Weekly und Monthly einzustellen. Und du siehst halt hier eben dann neue Shirts, die eben vom Bestseller-Rank sehr stark äh, sich verbessert haben. Ähm, du siehst auch hier, äh, wie der Preis sich verändert hat, ob die Leute den Preis geändert haben, um den Bestseller-Rank ein bisschen aufzupeppen. Man kann natürlich ähm, anfangs erstmal den Preis reduzieren, damit das T-Shirt Verkäufe bekommt und so dann im Bestseller-Rank steigt. Generell umso niedriger der Bestseller-Rank, umso mehr Verkäufe. Ja, der Bestseller-Rank gibt eben an, wie gut sich ein Produkt auf Amazon verkauft. Bist du auf Platz 1, dann knallen halt die Sales und ähm, genau das zeigt dir grafisch das Tool dann auch an und da scrolle ich immer mal durch und schaue mir mal Nischen an, da bin ich hier auf 90er, also ich meine Geburtstagsshirts gehen sowieso immer, das ist klar, ähm, aber 90 Jahre hatte ich irgendwie noch nicht so auf dem Schirm, ja, aber anscheinend geht da was, ja, ähm, jetzt nicht so viel hier, sieben Sales pro Monat ist, ähm, ist jetzt nicht die Masse, ja. Überleg dir nur auch mal, hast du 10 davon oder 20, ja, dann sind es schon 70 oder 140 Sales. Ja, und Kleinvieh macht halt auch Mist. Ähm, es geht ja vielen darum, nicht da irgendwie die Millionen im Monat zu machen, sondern auch vielleicht 400, 500 Euro oder 1000. Ja, und ähm, von daher habe ich solche Sachen immer auch auf dem Schirm direkt reingegangen und mal geschaut auf Amazon, was es dort gibt. Und dann habe ich hier diese Tasse gefunden. Ähm, also einmal. Das ist so der Prozess, um einfach neue, ähm, neue Nischen zu finden, ja, und neue Ideen zu bekommen. So, nächstes Ding wäre jetzt dieser Listing-Score-Checker, ähm, was halt auch ein super, super Tool ist, ähm, dass äh, dir anfangs wirklich zeigen kann, okay, äh, wie habe ich denn, habe ich mein Listing überhaupt richtig gemacht? Ja? Und ich habe jetzt hier mal, er hat ja diese Tasse gefunden mit dem äh, 90 äh, Jahre und habe dann oben einfach mal gegeben, 90th Birthday Gifts for Women. Das war mein Hauptkeyword, was ich eingegeben habe, ähm, weil das eben recht oft dann von Leuten auch gesucht wird. Ein Geschenk für äh, Frauen, die eben 90 Jahre alt werden. Die Frauen werden ja meistens ticken älter als die äh, Männer. Von daher ist das auch unsere Hauptzielgruppe. Und dann habe ich diese Tasse hier gefunden. Und diese Tasse habe ich dann einfach mal hier bei diesem Listing Score Checker eingegeben, um euch das zu verdeutlichen. Die ASIN-Nummer äh, findest du hier oben in der URL. Ähm, nach dem Name, dann kommt hier nochmal dp, und dann findest du hier, das ist die ASEN-Nummer. Eine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-stellige äh, Nummer. Ja? Fängt meist mit einem Buchstabe an. Die nehmen wir uns, äh, und kopieren die dann hier oben eben rein, in die, äh, in den äh, Reiter hier, das Eingabefeld, und dann die Keywords. 90th Birthday Gifts for Woman. Sagen dann Search, und dann guckt er halt alles klar. Wo ist in dem Produkt, in dem Listing, äh, wo ist das Keyword überall vorhanden? Im Titel, nicht in der Brand, nicht in den Features, nicht in der Description, nicht in der, ähm, äh, und die Description ist nicht über 1000 äh, Zeichen lang. Sprich, das sind schon mal alles relevante Faktoren, die dein Listing eben beeinflussen und besser machen können. Und jetzt habe ich mal das Keyword, das Hauptkeyword hier oben eingegeben und äh, sehe dann hier ganz viele verschiedene Produkte, aber trotzdem ist der Kollege hier jetzt auf, bleibt, Seite 1, also ist schon ganz gut gelistet, definitiv. Könnte aber besser sein, wenn er eben ähm, solche Sachen natürlich noch äh, verändert. Ja, nun ist es, muss man dazu wissen, wenn du hier eine eigene Marke, er ist halt eine Eigenmarke, der über Amazon dann verkauft, dann kannst du schlecht hier den Markennamen, je nachdem, was er halt noch anbietet, dann äh, kannst du da schlecht dein Hauptkeyword unterbringen. Aber bei Shirts, die du über NBA verkaufst, können wir das halt machen. Da können wir eine leicht abgewandelte Form dann einfach nehmen, zum Beispiel 90th Birthday Gifts ähm, oder halt speziell auch das Hauptkeyword. Wenn wir versuchen, wenn wir da halt noch mehr Shirts dann drunter veröffentlichen wollen, ist da überhaupt kein Problem. Wir können ja mal gucken, was er hier noch, naja, er hat hier noch ganz viele andere Mugs, ähm, die er dann auch verkauft, also ganz viele andere Tassen. Äh, er könnte aber definitiv hier ähm, noch das Hauptkeyword unterbringen. Ja, weil hier finde ich jetzt überhaupt nichts mit ähm, 90th Birthday Gift. Das hätte ich definitiv noch mir hier mit reingenommen und eben auch äh, hier in die Product Description. Ja, die ist nicht so prickelnd. Da könnte man definitiv noch was unterbringen. Es tut keinem weh und es würde sicherlich das Listing noch ein Ticken verbessern. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Genau. Das ist halt der Listing-Checker. Er zeigt dir dann hier hinten immer an, okay, wie gut habe ich es optimiert. Und das hilft dir definitiv auf jeden Fall weiter. Gerade am Anfang, um da ein bisschen sicherer zu werden. Dazu musst du aber natürlich dein Hauptkeyword wissen. Ganz wichtig. Das musst du wissen. Und dann kannst du daraufhin optimieren. So. Als nächstes äh, ist natürlich der äh, Competition-Checker äh, auch eine super Sache. Ähm, weil du dort eben dann ähm, Nischen, die du findest, äh, gibst du dort dann ein und schaust einfach mal. Okay, wie frequentiert ist das Ganze denn? Ja, wie frequentiert ist jetzt das? Und wir lassen es einfach mal durchlaufen und schauen, was da, was das Tool dann sagt. Und sieh an, sieh an, äh, für das Keyboard. Spuckt er mir ein A aus, 000, was ich jetzt nicht glaube, das kann eigentlich nicht stimmen. Deswegen verlasse ich auch niemals, nie zu 100% auf äh, die Daten aus dem Tool. Kontrolliere lieber selber nochmal nach. Ähm, Tools sind halt auch äh, nicht äh, unfehlbar. Ja? Aber wir sehen hier natürlich schon ein paar Shirts. Ähm, und ja, das könnte eine Nische sein, wo, mal, wo schon ein paar Sales gehen. Ja? Ich gebe es aber trotzdem nochmal zur Sicherheit eben auf Amazon ein. Upsala. Ganz wichtig, wenn ihr Research betreibt, dann hier oben immer eine äh, New Yorker Postleitzahl oder US-Postleitzahl angeben, damit ihr auch vernünftige Suchbegriffe, äh, Suchausgaben äh, angezeigt bekommt. Ähm, wenn du da halt eine Deutsche hast, dann funktioniert das nicht richtig. Und das ist so meine Range. Ja, ich sage so, ähm, wenn er mir hier unter 1000 Resultaten ausspuckt, dann ist das äh, schon eine Nische, wonach man gehen kann. Und jetzt hier auf so einen ersten Blick sehe ich ähm, das ist recht günstig, da bleibt dann nicht so viel hängen. Äh wow, richtig harte Copyright-Verletzung. Vor allem glaube ich nicht, dass das von Disney ist. Oh, doch. Sieht irgendwie so aus, wie das ist anscheinend ein Merch-Shirt, aber da hat dann Disney das Amazon-Merch genutzt. Gibt auch tatsächlich Leute, die sowas hochladen und es kommt dann auch te teilweise auch durch, aber natürlich nicht lange. Amazon schiebt da natürlich auf jeden Fall Regeln Regel vor. Ähm ja, es sind so Standardkonzepte hier. Ähm es geht jetzt nicht so die Megamasse, wenn ich mir die Bestseller-Rank hier von den ganzen Shirts mal anschaue, aber es geht ein bisschen was. Ähm <laughs> könnte man. Äh sich überlegen, da mal was zu machen. Könnte man tatsächlich überlegen. Wir können natürlich ja mal sagen, okay, wir geben jetzt hier oben mal 100 Birthday Shirts Woman. Da wird sicherlich noch mal dünner und wahrscheinlich noch mal äh, weniger Verkäufe. Das sind hier die üblichen Verdächtigen, die skalierten Sachen. Ne? Ja, das ist dann schon zu krass. Aber was war, ich denke, im 80er-Bereich, da wird sicherlich noch ein bisschen mehr gehen. Das ist jetzt fast schon hier 1000. Ne? Und da sind sicherlich auch noch weit mehr, mehr Verkäufe. Das ist cool. Das ist echt eine coole Idee hier. Super. Also hier geht schon ein bisschen mehr. Ich glaube, es sind beides Nischen, die man durchaus mal angehen kann und mal ein paar Shirts launchen kann. Genau, jo, das ist schon eine coole Sache hier, aber du kommst halt nicht darum, wirklich nochmal Hand anzulegen und selber nochmal nachzuschauen, ähm, wonach gucke ich jetzt hier speziell klar, eben das sind so key hier oben. Dann ähm, schaue ich mir einfach mal die, die Sales-Zahlen an und wie viele verschiedene Designs gibt es hier schon, äh, wie ist die Designqualität? Ähm, das sind so so Sachen, die ich, die ich mir anschaue beim Durchscrollen und fallen mir dazu schon direkt. Irgendwie Ideen ein, die ich dann da auch launchen konnte. das sind so Bewertungskriterien. Und wenn das für mich passt, dann ähm, starte ich da halt ein paar Sachen. Und es kann sein, es verkauft sich gar nichts. Ähm, kann sein, dass sich dann was verkauft und dann werde ich natürlich weiterhin dafür was machen. Ähm, genau. Das äh, damit äh, so arbeite ich dann äh, mit mit äh, Merch Informer und mit Merch. Und ähm, wie gesagt mache aber auch immer noch hier gute alte Handarbeit und schau mir die Sachen nochmal ohne Tool an. Das ist halt auch ganz wichtig, um da wirklich nachzuprüfen, passt das mit dem Tool oder passt es eben nicht. Prima. Ich hoffe, du hast was gelernt, du hast was mitnehmen können. Wenn dir das Video gefallen hat, gib dem Video einen Daumen nach oben. Wenn du Fragen hast, hau es ab in die Kommentare. Hau die Glocke rein, lass ein Abo am Start, dann sehen wir uns garantiert wieder. Bis dahin, dein Daniel. Ciao.